Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal in einem normalen Tisch draußen oder drinnen einen Schirm integrieren. Viele Tische, die ihr habt, kommen einfach nur als Tisch daher. Die sind ja wirklich dann tischmäßig gut aufgestellt, ja, ja. Aber wenn sie draußen stehen und ihr eure Regenschirme oder eure Sonnenschirme dann immer an die Kopfseite, an die Seitenseiten stellen müsst, dann ist das nervig für die Leute, die dort sitzen. Wenn euer Tisch freistehend ist, das heißt, wir haben nur vier Füßchen darunter, wie bei diesem Tisch, dann könnt ihr mit einem Lochbohrer in die Mitte einfach ein Löchli bohren und den besagten Schirmständer, der jetzt schon da vorne an der Stirnseite sich befindet, dort drunter bewegen und den Tisch dort hinein pflegen. Dann ist nämlich in der Mitte eures Tisches eine Möglichkeit des Einsetzens des Schirmes gegeben. Und dadurch ist natürlich auch dort der Sonnenschutz und der Regenschutz gewährleistet. Es gibt natürlich auch Tische, die schon so ab Werk sind und so gekauft werden können. Bei uns ist es natürlich nicht der Fall. Deshalb habe ich mir das hier geholt. Das ist so ein Set aus mehreren Förstner-Bohrern, aus mehreren Kreisbohrern etc. Und wir holen uns jetzt die Größe raus aus dem System und packen diese auf unsere Schraubfreundin hier, auf den Akkuschrauberlauf. Ne, das heißt also, wir haben einen Bohrer in der Mitte, der ist hinten gekontert mit dem Kreisbohrer außen. Und wir sollten natürlich die Größe nehmen, die unser, höre ich mal bitte hier, die unser Loch und den Schirm dann durchlässt. Und da sollte so wenig wie möglich Platz sein, damit der nicht so rumwabbelt. Aber es sollte natürlich auch nicht so klein sein. Und jetzt können wir schon loslegen und nehmen die Mitte unseres Tisches, gehen dann aber nicht durch die komplette Mitte durch, weil die meisten Tische haben genau in der Mitte eine extra Strebe, die meistens aus Metall ist, um dort noch mehr Stabilität reinzubringen. Wir gehen jetzt in die Mitte und bewegen uns etwas in die Richtung, also so ein Stückchen hier, was sind das, 10 cm, in die Richtung, wo am meisten die Sonne dann ballern wird. Ergo gehen wir nun hin und schauen erstmal, wo ist denn die Mitte? Das heißt, 1-1, ne? Tötöp. Dieses Teil hier ist die Mitte. Jetzt habe ich hier einen Strebe drunter, gehe also jetzt ein Stückchen zur Seite, setze mittig meinen Bohrer an und bohre jetzt dadurch. Beim Bohren bewege ich mich kreisförmig, um dort dann eine vernünftige Verbindung schaffen zu können. Auf geht's! Zuerst penetriert jetzt der Bohrer selber und führt unseren Kreisbohrer. In meinem Fall ist es ein 51 mm 2 Zoll Bohrer. Und jetzt holen wir ein fettes Loch raus. So. Und jetzt sind wir durch. So, jetzt haben wir hier ein schönes Löchle. Jetzt nehmen wir uns eine Feile. Feilen die Ecken ab. So. Und können jetzt den Schirmständer da drunter bewegen. Unter den Tisch. In Position von dem Löchle oder bewegen den Tisch drüben dahin und dann können wir hier durch den Tisch unseren Schirm da reinschieben. So. Durch unser gerade gemachtes Loch in den Schirmständer rein. So, Loch ist geflickt und diesmal werden wir es, glaube ich, ein bisschen smarter angehen. Jetzt ist nämlich eine zweite Person dabei, um die Installation zu Ende zu bringen. Denkt daran, ihr habt es vorhin richtig gesehen, das war richtige Hebelkraft, Physik pur. Wir haben einen langen Hebel gehabt, den haben wir da reingesetzt. Ich habe vergessen, ohne oben zu kontern, beziehungsweise konnte nur noch mit meiner Mini-Ärmchenkraft kontern, was durch die Hebelkraft dann aber eigentlich nichtig war und das Ding ist umgefallen. Dadurch habe ich jetzt hier sehr viel reparieren müssen, wie ihr seht. Wir haben auch leider ein bisschen Schaden drin. Da sieht man das noch ein bisschen. Ich habe es geklebt.
ja, ist halt so, ne? Aber das funktioniert schon. Habt ihr euch jetzt bestimmt alle ganz schön lustig gemacht. So, und jetzt schieben wir durch den Mittelpunkt unseres Loches den Schirm in das darunter liegende Schirmständerchen. Da seht ihr ein bisschen vom Schirmständer. Und dort werden wir es jetzt befestigen. Okay, let's go! Schirme sind nicht so schwer, aber wenn sie jetzt hier natürlich in die Hebelkraft gehen, dann werden sie schwer. So, halt mal so, okay. Ich gehe jetzt drunter und ziehe mir das rein. Hast du? Ich denke. Okay. Runter? Ja. Komm runter damit. Ich halte nicht mal mehr fest, wirklich. Echt? Na, dran. So reindrücken muss man. Ja. So, da unten? Ja. Jetzt guck mal, wie das da am Löchli aussieht. Ist das schön frei alles? Ja, ne? Ja, ja, hat ein bisschen Freiraum zur Seite überall. Steht irgendwo unter Spannung, ne? Spannung nicht, ne? Gut. Ist auch gerade drin, jo, ne? Ja. Kann man so sagen. Ich Tisch hier sogar noch ein bisschen hin und her schieben. So. Und nun haben wir es installiert in der Mitte unseres Tisches. Jetzt können wir es auch öffnen. Geht, ne? Was ist das denn? Das ist der Öffnungsmechanismus. So. So. Das hier ist ein rechtwinkliger Schirm. Das heißt, den müssen wir noch so justieren, dass wir jetzt komplett schön in der Mitte des Tisches Schatten haben. So macht man das, ne? Jo. Sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun, sun.